Ganz herzlich willkommen zu einem Aktionär-TV-Experten-Interview, genauer gesagt zu Schröders Nebenwerte-Watchlist. Und zum Kollegen Michael Schröder schalten wir jetzt auch. Er befindet sich im Homeoffice oder im Keller, je nachdem, wie man es sieht. Hallo Michael, wir starten mal mit Nunomic in die Sendung. Da haben wir noch gar nicht über die vorgelegte Bilanz und den Ausblick gesprochen. Schon ein bisschen her, dass es vorgelegt wurde. Wie sieht es denn aus oder wie lief es zuletzt? Ja, 2020 war ein starkes Jahr, das hat man gesehen, die Zahlen kamen über den Erwartungen heraus und der Ausblick macht Lust auf mehr, also Umsatzsteigerung Richtung 80 Millionen und weitere EBIT-Margen-Ausweitung angekündigt für 2021. Da sieht man schon, dass man, dass das Unternehmen der Mittelfristplanung und der 100 Millionen Marke beim Umsatz und den 15 Millionen beim EBIT immer näher kommt. Ich gehe daher weiter davon aus, dass wir hier noch vor Ostern eine neue Mittelfristprognose sehen, also einen neuen Ausblick auf Sicht von 3 bis 5 Jahren. Und der sollte ja das Potenzial der Gesellschaft aufzeigen, sage ich mal. Also der soll es in sich haben und die Aktie jetzt dann auch endlich nachhaltig über die 40-Euro-Marke katapultieren. Und Tega Research hat nach den Zahlen das Kursziel schon auf 45 Euro erhöht. Und man sieht, wir hängen hier noch knapp drunter. Aber mit dem entsprechenden Newsflow sollte die Aktie hier ihre lange Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen und neue Rekordmarken erreichen. Und ich glaube, dass auf Jahressicht die 45-Euro-Marke von Montega auch noch Nachbesserungspotenzial hat. Also hier stehen die Chartampel und die operativen Ampeln weiter auf grün. Machen wir weiter mit Dr. Hönle. Da leidet das Kerngeschäft natürlich bekanntlich unter der Corona-Pandemie. Aber gerade in Sachen Pandemie hat man auch noch ein Ass im Ärmel, wie du es in einem Online-Artikel beschrieben hast. Um was geht es hier genau? Geräte zur Luftentkeimung, zur Luftreinigung, sogenannte UVC-Strahler, die nachweislich dabei helfen können, die Luft in den geschlossenen Räumen zu reinigen, also vom Coronaviren zu befreien. Und da hat Dr. Hönle im letzten Jahr ein paar Zukäufe getätigt, dieses noch kleine Geschäftsfeld ein bisschen ausgebaut. Und ja, die Nachfrage ist sehr hoch nach diesen Geräten. Du hast gesagt, in den anderen Bereichen natürlich Corona-Pandemie bedingt gelitten im letzten Jahr und das Unternehmen hat ein gebrochenes Geschäftsjahr, also das Q1, das letzte Quartal 2020 sozusagen ist, ja, ich will nicht sagen, desaströs, sehr schlecht ausgefallen. Wir haben es in einer der letzten Sendungen schon mal angesprochen, man sieht es hier im Chart auch, Aktie ist in die Knie gegangen, aber eben diese Luftentkeimung, da ist das Überraschungspotenzial oder da könnten jetzt die Impulse herkommen. Der Vorstand hat mit den Q1-Zahlen gesagt, dass er zum Halbjahr schon wieder über den Werten des Vorjahres herauskommen will. Und das zeigt sich, ich habe mal nachgefragt in einem Gespräch, zeigt sich eben auch, die Nachfrage nach diesen Geräten ist ungebrochen hoch. Man hatte im Dezember Probleme mit der Auslieferung, zeitgleich die Werbung kurz vor der Tagesschau beispielsweise hochgefahren. Aber diese Auslieferungsproblematik ist gelöst. Man ist jetzt also im Februar in der Lage, die Kundennachfrage umgehend zu bedienen. Das heißt also, hier werden wir eine spürbare Umsatzbelebung sehen, die dann gleichzeitig auch aufs EBIT durchschlagen sollte. Und mir wurde gesagt, dass es, ich sag mal so, oder es wurde angedeutet, dass eben auch in den anderen Bereichen jetzt der Start die ersten Wochen doch wieder ein bisschen besser aussehen als das, was im letzten Jahr war. Also alles in allem sollte das Q2 hier richtig stark ausfallen, umsatzseitig vielleicht 30 Millionen schon wieder möglich bei Margen über 10%. Also man sieht, dass dieser Rücksetzer eher eine Chance ist, denn wenn sich das Ganze auf das ganze Jahr weiter, die Belebung weiter zeigt, dann sollte die Aktie hier wieder in den Bereich der Seitwärtsbewegung möglicherweise auch etwas höher hinauslaufen können. Der nächste Wert für heute ist Delticom. Das Bankhaus Metzler hat sich die Aktie jetzt mal angeschaut und dann zum Kauf empfohlen. Kursziel 15 Euro. Teilst du diese Einschätzung in etwa? Ja, man könnte jetzt salopp sagen, dass ich genau diese Einschätzung schon vor 4 Wochen war es hier, habe ich die Aktie auch mal mit in der Sendung gehabt und gesagt, dass die laufende Restrukturierung sehr erfolgreich läuft und dass wir hier auch das Ganze im Zahlenwerk für 2020 schon sehen werden und auch beim Ausblick auf das laufende Jahr sehen werden. Und das Bankhaus Metzler
ja, ich will nicht sagen, teilt diese Einschätzung, kommt zu einem ähnlichen Schluss und sieht die Gesellschaft nach der Restrukturierung, nach der Fokussierung aufs Kerngeschäft wieder vor der Rückkehr auf einen kontinuierlichen und vor allem profitablen Wachstumspfad. Und das, ja, man sieht es hier in dem Kurssprung. Die Aktie ist mit diesem Kurs, die damals notierte, sie im Bereich um knapp über 7 €. Also die 15 € implizierten hier über 100% Kurspotenzial, die Aktie ist 20% angestiegen, konsolidiert diesen Anstieg jetzt und ja, mit den nächsten Zahlen und Eckdaten vom Unternehmen gehe ich davon aus, dass sie eben diesen Trend tatsächlich auch belegen und die Aktie dann weiter in Richtung 10 € und mehr laufen sollte. Da wollte sich gerade schon der nächste Wert ins Bild schleichen. Wir machen weiter mit Click Digital, ein Unternehmen aus Düsseldorf im Streaming-Bereich, sage ich jetzt mal tätig unter anderem. Ist ein hart umkämpfter Markt, gut wie viele. Warum bist du trotzdem optimistisch, was das Unternehmen angeht? Ja, weil der Vorstand hat im Gespräch dargestellt, dass man eben neben dem Platz hier schon Netflix, Disney und Co. auch eine gute Positionierung im mittleren Segment hat, rasant wächst. Also das ist nicht nur der Corona-Pandemie geschuldet. Das Thema Streaming boomt auf allen Ebenen. Und die Fantasie oder das Besondere war eben das dynamische Wachstum vor allem in Amerika. Hier hat man ja, ich sag mal, im Medieneinkauf ein paar Feinjustierungen vorgenommen, setzt mehr auf den Direktvertrieb. Kurzum, man ist profitabler und das haben die Zahlen gezeigt. Und genau dieses Modell, was sich jetzt in Amerika bewährt hat, wird jetzt in Europa ausgerollt und sollte eben hier auch zu einer spürbaren Margenverbesserung im laufenden Jahr führen. Dazu kommt noch die Fantasie neuer Content, sogenannter Content Deals, also noch mehr besseres Programm. Warner Brothers oder auch von Disney Filme sind hier im Gespräch und die Erweiterung im Streaming-Bereich auf das Spielesegment. Ja, alles in allem, also sehr, sehr viel Wachstumsfantasie. Deswegen vielleicht auch hier der dynamische Rücksetzer in den letzten Wochen, weil gerade diese Wachstumswerte mit hohen Bewertungen abverkauft wurden in den letzten Tagen, aber diese Welle nach unten dürfte jetzt hier auch ein Ende gefunden haben. Nächste Woche am 17. März sehen wir bei Click dann endgültige Zahlen für 2020 und erste Details oder einen konkreteren Ausblick aufs laufende Jahr und vielleicht auch schon zu den angesprochenen Themen oder von mir gerade angesprochenen Themen. Also alles in allem gehe ich davon aus, dass diese Aufwärtsbewegung noch nicht beendet ist und dass wir auf Jahressicht hier noch deutlich höhere Kurse sehen können. Zu guter Letzt blicken wir noch auf LPKF Laser. Die Aktie, die lief ja einige Zeit seitwärts. Jetzt scheint es aber so noch nach unten auszubrechen. Oder wie deutest du die Situation momentan? Ja, wir haben bei LPKF jetzt kurzfristig alles gesehen. Wir haben ein Fehlsignal nach oben gesehen. Jetzt sehen wir im Moment, ja, ich gehe davon aus, das Fehlsignal nach unten. Ich habe die Aktie jetzt nochmal mitgebracht. Im Prinzip ist alles dazu gesagt, an dieser Stelle von mir auch. Aber der ein oder andere Zuschauer moniert ja immer, dass wir die Aktie nur wieder mit in die Gesprächsrunde nehmen, in die Diskussion nehmen, wenn es gut läuft oder wenn der Kurs gut läuft. Das sieht man hier im Chart, ist in den letzten Wochen alles andere der Fall gewesen. Aber im Bereich der GD 200 dürfte es jetzt wieder zu einer Stabilisierung kommen. Ich habe es gerade schon mal angesprochen, der Abverkauf im Technologiebereich. Den Wachstumswerten hat hier mit Sicherheit auch einiges dazu beigetragen. Aber kurzum, die Story ist weiter intakt. Das Unternehmen muss jetzt liefern. Also die 2020er Zahlen, das Thema sollte eingepreist sein, der Umsatzrückgang. Aber die Aussichten für 2021 sind aus meiner Sicht unverändert gut. Daher gehe ich davon aus, dass wir hier mit dem Ausblick auch schon wieder positive Impulse für die Aktie bekommen werden. Und hier die erneute Trendwende, man sieht es hier schön eingekringelt im Chart, auf diesem Niveau nach oben sehen und dass wir dann wieder zurück in die Seitwärtsbewegung der letzten Monate gehen, also über die 26-Euro-Marke und danach dann auch den Ausbruch. Ich bleibe dabei, dass wir dieses Jahr auch den Ausbruch über die nachhaltigen Ausbruch über die 30-Euro-Marke sehen werden. Der Newsflow muss positiv bleiben. Das Stichwort Lead-Technologie haben wir natürlich hier auch schon x-mal thematisiert. Aber bleibt dabei, mit dem entsprechenden Newsflow wird diese, man sieht es hier in einem etwas längeren Chart, sehr schöne Aufwärtsbewegung weitergehen. Und das aktuelle Kursniveau scheint damit ein interessantes Einstiegsniveau beziehungsweise die Möglichkeit, eine vorhandene Position noch etwas weiter auszubauen. Also man sieht, mein Favorit für 2021 ist ja, ich sag mal, kurz auf den Parkplatz zum Nachtanken gefahren und dürfte dann jetzt hoffentlich in den nächsten Wochen und Monaten wieder ordentlich auf die Überholspur wechseln und die genannten Kursziele
bei entsprechendem Newsflow ansteuern. Michael, das war's für heute. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Gerne. Ja, liebe Zuschauer, schön, dass Sie dabei waren bei unserem Blick auf diverse Nebenwerte mit dem Kollegen Michael Schröder. Machen Sie es gut.